Beschützung Rüdau, sehr verehrte Festgäste, ich darf Sie alle aufs Allerrechtlichste heute Abend zu unserem Krönungsabend 2014 im wunderbaren Waldorf-Straberg in unserem wunderschönen Robertussaal hier begrüßen. Herzlich willkommen. Ganz besonders darf ich natürlich begrüßen unseren amtierenden König, Rudi der Erste, Rudi Keller. Recht herzlich willkommen. Einem die Worte. Aber wir sind ja auf dem Krönungsabend. Ganz besonders darf ich hier jetzt in unserer Mitte begrüßen unser kommendes Königspaar, Helmut Reuwers mit seiner Renate, Renate Krings. Recht herzlich willkommen zu eurem Abend. Liebe Schützen, und bei euch möchte ich mich für diese super Abendparade bedanken. Es war wieder eine Augenweide und dann unter den Klängen der Vereinigten Jägerkapelle und unseres Damokurs. Dankeschön, die Königspaare und der Hofstaat hat sich riesig gefreut. Es war ein tolles Bild. Ich darf hier heute Abend begrüßen, aber auch den Bürgermeister, den stellvertretenden Bürgermeister. Er kommt nachher noch zu Wort. Aber lieber Hans, sei gegrüßt. Ein Sturm ist aufgezogen. Und heute Abend darf ich hier begrüßen unseren Ehrenbrudermeister Wolfgang Sedler nebst Gattin Angelika. Recht herzlich willkommen. Und natürlich ein ganz besonderer Gruß, weil er auch gleich das Wort ergreifen wird. Ich darf unseren Pastor, unseren Pater Johannes Kalrakal recht herzlich hier begrüßen. Lieber Schützenkönig Rudi Keller, liebes Schützenkönigspaar Helmut Reuwers und Königin Renate, liebe Schützenfamilie, liebe Strauberger, liebe Gäste. Es ist mein 16. Schützenfest mit euch hier in Strauberg.
Wir feiern zusammen in Freude und Leid unsere Feste. Ich bin kein Rheinländer. Sieht man, ja? Und Deutsch ist nicht meine Muttersprache. Aber trotzdem verstehen wir uns gut. Ich fühle mich als einer von euch. Ihr seid für mich einfach so cool. Liebe Schützenfamilie, Kommunikation miteinander und Verständnis füreinander sind eine Herzensangelegenheit. In unserer schnelllebigen Gesellschaft fehlen das Verständnis und die Kommunikation mit dem Nächsten. Mein Wunsch ist, dass wir uns bemühen, miteinander in Frieden zu leben, in unserem Dorf, in unserem Land und in der ganzen Welt. Liebe Schützenfamilie, darf ich mal ehrlich ein paar Worte sagen? Quo vadis? Wohin gehst du, frage ich mal dem Schützenbruderschaft. Die Tendenz zeigt manchmal eine Gleichgültigkeit. Ich weiß nicht, ob ich gerecht und richtig, aber das ist mein Gefühl. Ihr könnt mal mitdenken. Glaube, Sitte und Heimat. Ist das noch aktuell? In diesen Tagen wollten wir unsere Gemeinschaft stärken. Leider konnte man in diesem Jahr im Saal und in der Kirche die Gemeinschaft nicht ganz so richtig spüren. Wenn diese Gleichgültigkeit so weitergeht, könnten Brudermeister und Vorstand auch die Lust verlieren. Liebe Schützen, liebe Freunde, Gott hat uns in diesem Jahr mit dem Wetter besonders gut gemeint. Das war traumhaftes Wetter. 4 Tage, ich denke, in der Dormagener Raum oder Neusser Raum, keiner hat so ein Wetter gehabt. Das Fest ist harmonisch gelaufen. Wir wollen an dieser Stelle ganz bewusst Gott danken. In eurem Namen danke ich allen Verantwortlichen, die bei der Organisation dieses Festes mitgewirkt haben. Ich danke ganz besonders dem Brudermeister Ulrich Baumer und dem ganzen Vorstand der Bruderschaft für ihren Einsatz. Ihr könnt mal richtig einen Applaus geben. Lieber Rudi, dein Königsjahr hast du gut und tapfer gemeistert. Wir haben letztes Mal gesagt, du bist nicht allein. Du hast das gespürt und ich denke, du hast
viele Hilfe bekommen, du hast Spaß gehabt. Danke dafür. Was soll ich sagen, Rudi? Du bist ein lieber Kerl. Wir freuen uns auch, dass wir wieder einen neuen König haben. Helmut Reubes und Königin Renate. Dem neuen Königspaar wünschen wir alles Gute und Gottes Segen für das kommende Schützenfest. Euch allen danke ich für das harmonische Fest. Danke. Lieber Johannes, danke für diese nicht nur netten Worte, sondern auch eindringlichen Worte. Ich glaube, sie kamen zum rechten Zeitpunkt und alles, was du über unsere Königspaare und Könige gesagt hast, kann ich ja nur bestätigen. Danke für diese Ansprache. Lies mir unter Tauertür. So, bevor wir nun mit den Krönungsreden anfangen, darf ich Sie alle bitten, noch einmal zuzuhören und aufzustehen. Die Kapelle wird jetzt einen Choral spielen. Dankeschön, ihr könnt wieder Platz nehmen.